Und wenn man darüber nachdenkt, dann stellt man fest, ja, klar, das ist so, kann man nachprüfen. Und jetzt kommt der dritte Punkt, jetzt diese Behauptung, das Leben ist gerecht. So, jetzt sind wir noch nicht bei der Antwort, was ist denn nun das Leben? Wieso kann der Burkhard sagen, das Leben ist gerecht? Ja, wer hat ihm denn das eingeredet? Rechtssystem, Gerechtigkeit, und da haben wir schon gelernt, okay, Moral, Ethik kam immer aus den Religionen. Früher Altes Testament, jetzt Neues Testament. Wir vergessen in der Politik, dass unsere Wurzeln Christentum sind. Unsere Wurzeln sind Neues Testament. Wir meinen, wir könnten das trennen vom Staat, ist aber Gogoloris, weil wo soll ich denn meine Moral hernehmen? Die Moral kann ich nur aus dem Geistigen nehmen, aus dem wir kommen, wo wir Ich-Geister sind. Wir sind geistige Wesenheiten. Also müssen wir uns fragen, was heißt denn jetzt Gerechtigkeit in der geistigen Welt? Weil da liegt die Gerechtigkeit. Und dann kommt die Antwort ganz einfach. Hier aus dem Johannesevangelium, da steht's. Ja? Also nehmen Sie es einfach wissenschaftlich, gar nicht mal religiös. Jesus spricht zu ihm und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aha, was sagt er da? Ich bin das Leben. Jetzt kommt auf einmal dieser Satz, ich bin das Leben. Und der Burkhard sagt, das Leben ist gerecht. Also sehen Sie jetzt schon mathematisch, ja, ich bin das Leben ist gerecht. Nennt man Assoziativgesetz in der Mathematik. Also der Christus ist gerecht. Es ist der Christus, der das Leben ist und das Leben ist gerecht. Das steckt hinter diesem Satz. Christus ist gerecht. Ja, aber wieso ist er das Leben? Was heißt das? Biologisch können wir nicht vom Leben reden. Das ist nicht der Christus. Die Maschine oder die Pflanze, der Stein, das Tier. Nein, die Frage ist, was heißt geistiges Leben? Ich bin das Leben. Die Wasser des Lebens, die Wasser der Unsterblichkeit. Alles das steht im Neuen Testament wunderbar drin. Die Ewigkeit, die Unsterblichkeit, ja, das kostenlose Wasser des Lebens. Ich bin das Leben, sagt er. Und was bedeutet das jetzt auf der höheren Ebene? Und das Schöne ist, was uns die Geisteswissenschaft liefert, ist, dass wir begreifen, es gibt wunderschöne Videos, die zeige ich in meinen Seminaren, ich kann Ihnen dann auch nachher sagen, wo Sie sowas finden können, wie dieser physische Körper von uns aus diesen Lebenskräften permanent aufgebaut wird. Das kann man in Videos zum Teil schon wirklich gut nachvollziehen. Das heißt, die Lebenskräfte kommen aus diesem sogenannten Lebenskörper und die erhalten uns. So, und wenn wir das übertragen, und das wissen wir aus der Geisteswissenschaft, dann gilt das im Geistigen auch. Im Geistigen, wenn wir mal gestorben sind, ja, und das nehmen Sie vielleicht heute mit, für die es neu ist, mal drüber nachdenken, hinfühlen, müssen Sie gar nicht glauben, gar nichts. Wenn wir diesen Körper verlassen und in der geistigen Welt weiterleben, haben wir ja auch noch irgendwo einen Körper. Irgendwo müssen wir ja noch, irgendwie müssen wir uns unterscheiden voneinander. Weil wenn wir da alle zusammenschwimmen würden, wie es im Buddhismus so ist, das lösen wir uns wieder alle auf, dann gibt es uns nimmer. Keine schöne Vorstellung. Das, wovor wir wirklich Angst haben, ist, dass das so ist. Dass es uns nicht mehr danach gibt. Davor haben wir Angst. Dass wir als Individuum aufhören zu existieren. Wir haben nicht Angst vor dem Tod. Wir haben Angst vor dem Tod der Seele, dass es uns nicht mehr gibt. Und zum Glück wissen wir, aus dem Wissen, auch mit dem wir uns beschäftigen, dass es so ist, dass es uns noch gibt. Aha, also brauchen wir auch eigentlich drüben irgendwo so einen Körper, der uns von den anderen abgrenzt. Auch so einen physischen Körper, aber der ist jetzt geistig, der ist nicht mehr materiell. Und der muss auch aufrechterhalten werden. Der braucht genauso eine Physiologie, der braucht genauso Lebenskräfte, die ständig dafür sorgen, dass dieser Körper am besten ewig für uns immer da ist, dass wir ewig leben können, weil wenn wir keinen Körper haben, können wir uns nicht unterscheiden von anderen. Irgendwo muss es sowas geben, sonst gäbe es uns nicht mehr. Also muss es auch eine solche Lebenskraftkörper geben. Und jetzt sind wir beim Geheimnis des Lebens. Und da wissen wir eben aus diesen uralten Wissen, das steht im Neuen Testament und jetzt in der Geisteswissenschaft, das ist die Christusebene. Das ist das, wo Christus sagt, da bin ich, da schenke ich euch die Lebenskraft, das bekommt ihr von mir. Das ist das Geheimnis des Christus. Und dieser Körper sozusagen, dieser Lebenskörper im Geistigen, da haben die alten Inder, die haben den schon einen Namen gegeben, da kommt auch der Name des Buddha her, das nannten die Buddhi. Und wir sagen heute, das ist der Körper der Liebe. Das ist der Liebeskörper. Da sitzt die Liebeskraft.
Ich habe ein Buch darüber geschrieben, über die 12 Tore der Liebe, die zwölf Aspekte dieses Liebeskörpers. Das tragen wir in uns und den bekommen wir von Christus. Das ist unser Liebeskörper. Das heißt, der Lebenskörper im Geistigen ist nichts anderes als die Liebeskraft. Was hält uns lebendig in der geistigen Welt? Was schenkt uns Leben? Die Liebe. Nichts anderes. Aber die Liebe ist nichts Abstraktes, sondern die kommt ganz real von diesem Wesen, das wir Christus nennen. Das ist die Liebe. Und das ist dieser Lebenskörper drüben in der geistigen Welt, den die alten Inder die Buddhi nannten. Rudolf Steiner nennt ihn den Lebensgeist. Ja? Wir können sagen, das ist der Christusgeist. Der Christusgeist ist der, der uns das Leben in der geistigen Welt schenkt. Und deshalb sagt er, ich bin das Leben. Das ist der reale Hintergrund. Ganz konkret, da gibt es eine Wirklichkeit in der geistigen Welt, das ist der Christus und der ist das Leben. Der Begriff des Lebens in der geistigen Welt, das ist die Liebe. Und das ist das, was von Christus kommt. Und deshalb sagt er, ich bin das Leben. Und wenn er jetzt sagt, richtet nicht auf das ihr nicht gerichtet werde, dann können wir begreifen, aha, da ist jemand, der überschaut, was gerecht ist. Und dann brauchen wir den nächsten Schritt, den vielleicht die meisten hier schon gut kennen. Für einige ist es vielleicht noch ein Schritt zu machen, dass wir begreifen, dass wir nicht einmal nur hier sind, sondern dass wir öfters immer wieder herkommen, dass wir mehrere Leben haben. Sonst kann man Gerechtigkeit niemals verstehen. Es gibt keine Gerechtigkeit, ohne dass der Mensch mehrere Leben hat. Weil sonst würden Taten ewig ungesühnt bleiben. Einen Ausgleich kann es nur dann geben, wenn man wieder herkommt und einen Ausgleich für seine Taten vollziehen kann. Und das nannten die alten Inder Karma. Ja, wir müssen uns wieder daran gewöhnen, dass das ein Gesetz ist. Das ist so, das gibt es. Und der Herr des Karma ist dieses Karma oder dieses Gesetzes des Ausgleichs ist niemand anders als der Christus selber. Deshalb sagt, richtet nicht. Habt keine Sorge. Ich kümmere mich darum. In diesem Universum gibt es keine Ungerechtigkeit. Das ist die höhere Weisheit hinter dem und die Tatsache hinter dem Neuen Testament, auf das wir uns hundertprozentig verlassen können. Und deshalb heißt es, das Leben ist gerecht, Christus ist gerecht, weil er mit seinen Richtern oder man könnte auch sagen Schöffen oder geistigen Staatsanwälten, wie immer wir die nennen wollen, unsere Leben überblicken kann, unsere Taten, weil die sind gespeichert, da geht nichts verloren, das ist es. Unsere Mitschuld an diesem Verbrechen in Bad Reichenhall oder unsere fehlende Tat, alles, wo wir heute zuschauen und nichts tun, wir müssen nicht meinen, dass das übersehen wird. Das wird alles registriert, weil sonst gäbe es keine Gerechtigkeit und wir können uns hundertprozentig darauf verlassen. Das kann ich Ihnen versprechen. Das ist nur meine persönliche Überzeugung, müssen Sie auch nicht glauben, aber ich weiß, dass so ist. Und das ist beruhigend und das ist schön und das ist gut, weil man weiß, es gibt Gerechtigkeit in dieser Welt. Und der Ausgleich wird immer stattfinden. Selbst wenn ich jetzt ungerecht behandelt werden sollte, wird es einen Ausgleich geben, weil Christus die Liebe dafür sorgt, dass ausgeglichen wird. Das ist eigentlich diese wunderbare Botschaft aus dem Neuen Testament. Und dann ist die Frage, wie handeln wir gerecht? Wie sollen wir mit diesem jungen Soldaten, der so schrecklich gemordet hat, umgehen? Wie sollen wir... Was müssen wir als Menschen lernen? Der Christus sagt, richtet nicht. Also was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir tun? Und das ist dann völlig klar. Wir haben hinzuschauen, was geschehen ist. Ich habe es beschrieben. Und wir stellen fest, die Eltern haben versagt. Das Sozialsystem hat versagt. Die Jugendämter haben versagt. Die Leute haben alle versagt. Und der junge Bursche zeigt uns unser Versagen. Was also haben wir zu tun? Wir haben unsere Gesellschaft zu ändern, damit das nicht mehr passiert mit anderen. Und wenn wir es nicht tun, dann sind wir noch mehr in der Mitschuld. Wenn wir zuschauen, sind wir in der Schuld. Und dann heißt es dann drüben nicht mehr, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sondern es heißt seit ein paar hundert von Jahren, Vater, vergib ihnen nicht mehr, denn sie haben zu wissen, was sie tun. Diese innere Unwahrheit, wir können nicht einfach sagen, ich schiebe die beiseite und sagen, ich hab's nicht gewusst, so im Dritten Reich. Ich hab's ja nicht gewusst, wir haben es zu wissen. Wir können uns in dieser Freiheit dem nicht entziehen. Geht nicht. Das heißt, was ist unsere Aufgabe? Und es ist auch völlig klar, was da im Neuen Testament steht. Da heißt im Hohen Lied der Liebe, steht es ganz klar drin, die Liebe freut sich nur mit der Wahrheit. Punkt.
Das ist es. Die Liebe freut sich nur mit der Wahrheit.